Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinterm Kaffeehebel und natürlich auch hinterm Mikrofon, euer René, und ich begrüße euch heute recht herzlich zur nächsten Aufnahme von Landwirtschaft Simulator 19 bei Agrorennalon Unternehmen in Südhemmern. Meine Damen und Herren, ich habe es bereits versucht, offline-mäßig mit einer Hilfe hier die Kartoffelerde zu bewältigen. Es funktioniert nicht. Er hört bei der Hälfte des Feldes auf, er hört kurz vorm Ende des Feldes auf. Es funktioniert nicht. Das heißt, die Kartoffelerde werde ich mir mal selbst hier machen müssen. Und heute werden wir aber schauen, wie das jetzt da ist mit einem Feldhäcksler. Ne? So, wie gesagt, ja, das Ergebnis absolut scheiße. Da hat er jetzt hier da vorne aufgehört, in dieser Richtung ist er schön brav gefahren, bis hier zur Hälfte. Dann war Schluss mit lustig. Vorne, ich habe ja nur ein halbes Feld mit Kartoffeln, ne? Das andere Feld braucht man ja nicht ernten, oder wie, oder was, oder wann. Wurscht aber, meine Damen und Herren, denn wir schauen ja heute sowieso in den, in den Fahrzeughändler rein. Wir wollen nämlich schauen, wie das jetzt ist mit einem Feldhäcksler. Röstelmesh, Kartawerner oder den New Holland oder den Krone. Ich würde ja schon fast den New Holland bevorzugen wollen. Schauen wir mal nach, wie viel der kostet in der Leasing-Variante. Initiale Leasingkosten sind bei 18.564, Basiskosten 7.200. Ja, ne, mieten wir das Ganze halt. Ne. Okay, zurück. Dann müssen wir natürlich hier noch Feldhäcksler-Schneidwerk besorgen. Ne. Für den FR 780. Das ist aber für die Pappern. Das ist für Gras zum Aufsammeln. Ne. Und das hier haben wir dann den. Das Häckslerwerkzeug, das ja, ne? Ein Feldhäcksler, Schneidwerk, das ja, aber nicht das Richtige, ne? Da haben wir's, das ist ja für den Mais gedacht. Und dann wollen wir das ja auch noch anmieten, wir leasen das Ganze mal, das ganze Zeug hier. Dann schauen wir uns das mal an. Also das hier ist der Feldhäcksler mit dem passenden Schneidwerk drin. Interessant. Interessante Geschichte hier. Wollen wir mal schauen, dass wir den hier, das hier da dran kriegen. Na klar. Na super toll. Schauen wir
Frau Knorr, nee, dass ich da jetzt an Ideen komme, du, ist genug Patrice, ist, oh nee, na scheiß. Ich brauch das Schneidwerk. Zack, Hammer. Und jetzt probieren wir noch was anderes aus. Bevor wir noch zum Maishäckeln gehen. Ich probiere nämlich hier den Ladewagen hinten dran zu hängen. Sollte ja eigentlich funktionieren. So rein theoretisch. Die Theorie sagt meistens was anderes als die Praxis. Und ich noch probieren kann man es ja mal. Weil dann könnte ich hier nämlich direkt hier sozusagen abfahren. So, aber dafür sollte ich mal kurz hier in die Außenperspektive. Ich weiß nämlich nicht, ob der Ladewagen hier drauf passt. Ich habe ja nicht nur Anhänger. Ich will mal gleich mit. Ah, ich kann ihn anhängen. Schön. Zwar nicht. Die Zapfwelle, die brauchen wir aber nicht. Nicht unbedingt. Oder? Scheiße, ich brauche doch die Zapfwelle. Oder geht das? Na, schauen wir sich's mal an. Schauen wir mal, dass wir da rauskommen. Schauen wir sich's mal an. Ich rede da immer so einen Stuss zusammen, bevor ich es ausprobiert habe. Nur durchs Ausprobieren ist es natürlich das Beste und das Schönste. So. Gehen wir mal aufklappen. Das ganze Zeug. Uff. Das ist aber dann doch ziemlich breit. Dann müssen wir natürlich hier auch das Rohr dementsprechend aufklappen. Gehen wir mal einschalten. Mal schauen, ob ich da gleich hier um die Ecken komme. Oh, schaut ganz gut aus. So, damit wir da mal was Gescheites sehen. Nehmen wir das hoch. Ja, das ist einmal eine schöne Arbeitsbreite, würde ich sagen, meine Herrschaften. Das ist einmal eine super tolle, schöne Arbeitsbreite. Da ist man ja gleich schaut doch ganz gut aus, ne? Schaut doch wunderbar schon aus. Schreit nach einem Screenshot. Und da fliegt, da wird alles hineingeblasen. Dann schauen wir, dass wir da vorne eine schöne Kurve nehmen können. Ja, gut. Das Feldhäcksler, ein richtiger Landwirt, kann natürlich nicht aus dieser Vogelperspektive schauen. Das geht natürlich nicht. Das finde ich schön. Das sind wir gleich voll, meine Damen und Herren. Gehen wir gleich da, ich stehe mal hier und entladen. Ja, nein,
unserem Sinage. Aber naja, so grün dürfte es normalerweise schon nicht sein. Wir wissen ja nicht. Es sollte eigentlich dann eher gelblich sein, wenn das schon ausgewachsen ist. Ist ja schon voll, ja. Natürlich müssen wir da selbst immer dann zupacken und einpacken wieder mal, damit man auf der Straße fahren kann. Ne? Auch wenn es ja nur ein kurzer Weg zu unserer Silage halte ist, die auch gleich hier ihren Platz hat. Kann man abladen? Oder kann man nicht abladen? Das habe ich befürchtet. Meine Damen und Herren. Das war meine Befürchtung. Das war jetzt meine Befürchtung. Ah, können wir doch abladen. Ich muss nur anderes umwählen. Muss ich mit anderen Befehlen schreiben, also machen. Mit den anderen Befehlen. Muss ich machen, geht wirklich gut. Ne? Ja, nur gut zu wissen. Ne? Nur gut zu wissen, meine Damen und Herren. Dafür gehen wir gleich hier wieder aufklappen. Dann müssen wir da mal schauen, vielleicht machen wir es so rum, wenn wir eine Seite im Blickfeld haben. Ne? Können wir auch fahren. Ne? Sagt doch niemand, dass man das so nicht machen kann. Ne? Übrigens sieht man da auch mal, wie unten da das Ganze hier sich bewegt. Das dreht sich so. Müssen wir halt auch aufpassen, dass wir bei 23.000 hier auch Schluss machen. Mir fasst das Ding nicht.
Schaut auf jeden Fall auch interessant aus von der Bodengestaltung hier. Da, wo ich vorhin den Futtermais geerntet habe, ist der Boden trocken. Da, wo ich jetzt hier rüber fahre, ne, wird der Boden als gedüngt angezeigt. Eine interessante Geschichte. Also nass und nicht trocken. Ja, bei 19.000 haben wir schon. Schaut auf jeden Fall interessant aus hier. Ja, also wie das hier ausschaut, sollte man jetzt schön langsam, glaube ich, da wissen. Ne? Also die Tätigkeit hier. Ne? Ein schöner Bodenunterschied allerdings, muss ich schon dazu sagen, ne, wie es da jetzt ist, zwischen trockenem Zustand und feuchtem Zustand sozusagen. Füllstand Häckselgut 46.000. Vier erdichten 32%, okay. Und wie viel passt da rein? I don't know. Auf jeden Fall viel mehr. Ne? Meine Damen und Herren. Nichts, aber gut, werde ich an dieser Stelle hier die Folge beenden. Ihr habt schon mal gesehen, was ich hier machen werde. Vielleicht nehme ich euch in der nächsten Folge auch mal mit hier noch in die Kartoffelernte. Aber das Feld werde ich jetzt hier alleine noch fertig häckseln und dann zudecken und so, ne, verdichten und zudecken. Ne. Das werde ich alleine machen. Ne. Und wie gesagt, ne, vielleicht nehme ich euch noch zur Kartoffelernte bei der nächsten Folge mit, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, Servus und Bye Bye.